Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir schon angefangen, ein paar Busstationen zu bauen. Hier unten in Kranichfeld ist das sehr, sehr positiv verlaufen. Und außerdem haben wir zwei weitere S-Bahnen für die Strecke bestellt. Wo die gerade sich befinden, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die sind noch auf der Strecke und auf dem Weg hierhin, oder? Oder haben die sich verirrt? Ich habe ehrlich gesagt keine Übersicht mehr. Eins. Zwei ist gleich gerade da. Wo ist denn dann drei? Eins. Ich habe so die Vermutung, die stecken doch irgendwo auf der Strecke fest. Das ist ein Railjet. Ey, irgendwo auf. Und Railjet. Steckt ihr noch hier fest? Zug 1 ist in einem schlechten Zustand. Ja, einfach mal. Ich habe noch keinen Plan, gegen was ich das ersetzen soll. Nimm so eine weiße und hau dem. Ich weiß nicht, wie lang der jetzt ist, ne? Wird schon passen. Ja, und instant getroffen, geil. Wo zur Hölle sind die S-Bahnen? Aber es sind auf der S-Bahn-Strecke schon vier von den Zügen unterwegs, oder? Eins, zwei, drei, vier. Lol, die sind echt alle unterwegs, okay. Eins, zwei, drei, okay. Und der vierte ist da, lol, okay. Jetzt habe ich sie alle gefunden, cool. Haben mich schon gewundert, wo die alle hin sind. Jetzt zurück eigentlich zu dem Thema Osterbrücken. Da sind wir jetzt gerade groß dran und hier warten tonnenweise Leute, die verfahren werden wollen. Holy shit, okay. Wir wollen diese Stadt jetzt hier ein bisschen mit Fahrzeugen versehen. Bedeutet, wir machen das so. Hier fährt der Bus raus. Er will hier rum. Fährt am besten bis hier vor. Fährt dann hier einmal rum. Hier kommt eine Doppelstation, dann fährt er wieder rein. Gut. Dann der andere fährt genau in die gegengesetzte Richtung. Und fährt so. Okay. Wie hieß du nochmal Osterburken? Osterburken. Also das muss man sich mal merken. Osterburken. Bus-01. Machen wir gleich noch eine neue Strecke. Osterburken-Bus-02. So, wo sind die jetzt hin? Unter, oh, hier unter Osterbrücken. Dann tun wir hier anfangen, Stationen hinzuzufügen, die zu diesem Gebiet gehören. So. Nein, einer von euch kann raus. Das war übertrieben. Dezent. So. Osterbrücken 1 ist fertig. Dann beginnen wir mit der nächsten. Scheiße, nein. Ah, verdammt. Erst hier loslegen. Einmal außen rumfahren. Der hat die kleinere Strecke erwischt, aber ja, ist ja nicht schlimm. Gut. Dann haben wir hier natürlich noch die Strecken jetzt fertig. Und dann gehen wir wieder hier hin und bestellen zwei Hightech oder vier Hightech-Busse, jeweils zwei für eine Strecke. Zack. Osterbrücken. Wo ist es denn wieder da? Osterbrücken 1 und Osterbrücken Bus 2. Da sind sie schon wieder unterwegs, die ganzen Dinger. Wir haben mittlerweile 135.000 Menschen transportiert und 345.000 Ressourcen. Das muss man mir auf der Zunge mal zergehen lassen.
Wir haben hier einen riesigen Transport am Laufen. Hier halt noch nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass auch wenn wir die ganzen anderen Ortschaften mittlerweile zu einer Hochburg ausgebaut haben von Technologie und Fahrzentren, haben wir das hier noch nicht durchgeführt. Deswegen würde ich sagen, wir schalten hier 1, 2 und 3 ein und machen hier eine neue Station auf. Hier sind mittlerweile aber 2 Stationen besetzt. Bedeutet, wir müssen hier neu konfigurieren und neue Standorte hinzufügen. Wenn halt nötig. Und außerdem versuchen wir... Ach, das geht natürlich nicht. So. Sollte jetzt hoffentlich passen. Und dann tun wir direkt die neuen Strecken mal auszeichnen. Beziehungsweise erstmal designen, weil hier sieht man schon, hier fehlen ein paar Straßen noch, die dafür fehlen, dass das hier, nennen wir es mal, ein erfolgreiches Gebiet wird. Sind das die richtigen Straßen? Nee, sind es natürlich nicht. Auch die Straßen hier. So. Ich will natürlich, dass ich hier auch ein paar Leute noch einziehen später. Deswegen wird hier noch ein bisschen was adjustiert. So. Ist das Gebiet ein bisschen adjustiert noch? Dich will ich hier so adjustieren, damit du sozusagen von hier... verschiedene Engel so ein bisschen erreicht, ne? Das sollte schon ordentliches Ding werden. Und dann können wir jetzt wieder mit den Gebäuden anfangen. Fährst hier raus. Und diesmal treffen die sich nach meinem Plan auf jeden Fall nicht. So würde ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Diesmal sollen sie sich absolut nicht auf der Strecke treffen können. Und dann fährst du hier zurück. Hier brauchst du keine Station mehr. Gut. Dann du fährst hier unten raus. Fährst direkt hier rüber. Er denkt auch direkt wieder zukunftsorientiert und fährt halt die ganze Strecke ab. So. Und dann haben wir Leanderdog. Der soll erst hier hinten sozusagen anfangen. Hier auf die innere Schiene wechseln. Hier rausgehen. Die Station erwischen und hier nochmal halten. Holy shit, das wird kompliziert, sich das zu merken. Aber wenn es natürlich wirkt, wäre es natürlich noch geiler. So, jetzt müssen wir natürlich auch für diese Stadt wieder dementsprechend neue Linien erstellen. Fürstenau. Bus. Unterstrich 01. Dann brauchen wir wieder neue Linie. Fürstenau unterstrich Bus unterstrich 02. Und dann wieder Fürstenau unterstrich Bus unterstrich 03 in diesem Fall. So. Ja, die mehreren Dinger da, die interessieren mich gerade noch nicht. Wir machen jetzt die erste Strecke. Die ging von hier aus. Was ist denn das? Ah, weil da eine LKW-Station ist. Hä? Geht nach hier. Nach hier drüben. Erstmal nach hier. Und dann da die nächste Station. Das ist noch eine relativ simple, einfache Strecke. Da ist nicht viel zu tun. Dann haben wir natürlich Buslinie 2. Die nächste Station geht nach hier hinten. Ich finde es immer lustig, wie sich dann die Wege generieren, die auf einmal benutzt werden sollten. So. Und dann haben wir noch die Dreier, die Spezial. Die fängt ja erst hier hinten an. Ah, nee. Vielleicht sollte ich erst dort anfangen, wo es wirklich beginnt. Zack. Das sollte passen. Perfekt. Aber was ich mich frage... Hat jetzt jeder eine eigene Station? 1, 2, ja, schaut gut aus, ne?
blau hier. Aber ich habe doch jetzt eine, die reingeht. Eine, die vom Flughafen kommt. Da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendeine ist doppelt. Du mal auf die 1. Nee, die 5 ist nicht besetzt. Interessant. 1, 2, 3. Ah, das ist ja der Bus, der fährt, oder? Wen überlappe ich denn jetzt hier? Geh du mal auf die 1? Ah, schon, du überlappst. Okay. Da kann ich dich nicht rein theoretisch auf der 4 lassen. Und ich sag einfach, der... Das ist nicht schlecht. Der Bus Osterbrück-Fürstenau. Ne, warte mal, du bist hier, Fürstenau. Dass du hier auf der... Ne, Fürstenau ist hier. Auf der 1 hältst, perfekt. Dann laufen die jetzt alle rum. Und wir holen uns jetzt für die City, weil die natürlich größer ist. Sie ist halt massiv. Und deswegen will ich hier direkt 9 Fahrzeuge einführen. Die sich um den ganzen Straßenverkehr kümmern. Fürstenau 1. Fürstenau 2. Und Fürstenau 3. Und schon ist die Stadt mit Bussen ausgestattet. Perfekt. Jetzt wird natürlich hier einiges losgehen, wenn auf einmal der Verkehr so ansteigt mit Bussen. Die sind natürlich auch noch darum kümmern, dass überall guter Verkehr hinkommt. Schauen wir mal, wie gut das ankommt. Klar, wir haben jetzt keine direkte Anwendung beim Bus gemacht. Eigentlich sogar mit purer Absicht. Weil erstens denken wir so, die können ja von hier nach da laufen oder von hier nach da laufen. Ich mache das mal ein bisschen anders wie in den anderen Städten, wo ich eigentlich immer die Bushaltestelle mit dem Bahnhof verbinde. Klar ist wahrscheinlich grundsätzlich immer schlau, aber ich will mal gucken, was passiert, wenn man es nicht so macht. Wenn man mal gegen den Strom läuft. Und ich sehe jetzt schon, dass aktuell noch sehr, sehr wenige diese Strecken verwenden. Aber wir werden mal sehen, ob sich das noch ändert. Ich glaube, die brauchen einfach eine Zeit, um damit warm zu werden, dass sie ja doch einiges mehr halten. Und so wie ich sehe... Wollen immer noch sehr viele nach Fürstenfeld und Kranichfeld. Bedeutet für diese Strecke. Wo sind denn jetzt? Die hier werden nochmal 2 eingesetzt. Weil es einfach nötig ist. Der Bus kommt nicht nach. Ihr seht schon, so viel wie nachkommt, desto viele werden auch immer wieder weiter verarbeitet. Das ist schlimm. So, der ist auch bummvoll. 19 drin. Wie viel warten hier noch? Okay, jetzt sind es nur noch 10. Das ist in Ordnung. Das ist eine gute Zahl. Alter, der Busverkehr steigt an in dieser Stadt. Aber so war das ja auch eigentlich geplant, ne? Wenn man es so sieht. Dass hier ein sehr hoher Verkehr aufkommen ist. Da hier 74 auch drin. Also es ist nötig, dass diese Strecke erhöht wird vom Volumen her. Wie schauen unsere Finanzen aus? Ich will das Diagramm mal sehen. Es steigt stetig und es hört nicht auf zu steigen. Gleise sind, ja, in letzter Zeit ein bisschen ständig geblieben. Die Städte sind dafür. Bevölkerungswachstum over 9000, würde ich sagen. Ich will die einfach austauschen. Geht das nicht irgendwie, dass ich sage, ich will den... Ah, warte mal, ich könnte rein theoretisch sagen. Ich klone dich. Und tu den alten einfach verschachern. Ginge ja auch. So, wie schaut es denn jetzt aus mit unserer Strecke, die hier von A nach B düdelt? Die Stadt muss ja eigentlich auch noch verarbeitet werden in einer guten Strecke, aber... Ja, das wird viel besser. Die haben ihre eigenen Strecken, sie behindern sich nicht. Genial. Und hier, oha, großer Andrang. Ja, die wollen direkt mit dem Bus raus. Ah, die Stadt schaut so modern aus. Vollkommen abgetrennt vom Rest der Welt, aber voll Bock drauf. Einfach... Was? Was hast du da gerade gemacht? Du bist die Gelb. Wo bist du? Kranichfeld? Weißt du, Kranichfeld? Nee, du warst nicht Kranichfeld. Hier, Osterbrücken. Hast du nicht eine eigene? Dankeschön.
Ja, die scheinen auch gut Geld zu machen, oder? Ja. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt nicht der Teil, der bei mir positiv sein muss. Weil alles, was die woanders hinschiffen, wo Züge sind, da mache ich mit den Zügen dann richtig Profit. Bedeutet, für mich sind die Busse im Hin eigentlich nur so ein Backbone-Element, was den Hauptgewinn oder den grundsätzlichen Gewinn pushen soll. Und das mit natürlich auch ein bisschen Verlust zwischendurch mal. Jetzt dürfen die fahren. So schnell wie das grün wird, kommen die ja nicht hier drüber, ne? Was ist denn? Wir hatten doch hier so ein schönes Straßenkonstruktionswerkzeug. Und wir sagen zweispurig. Und wir machen hier wirklich mal so ein XXL-Kreisel dran. Industriekreisel sozusagen. Das wäre doch schon mal was mega geiles. Hier so. Und zack. Und dann müssen wir nur die Mitte rausschneiden. Und dann fährt das alles im Kreis. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Aber Leute, ich sehe schon, es ist wieder genug Zeit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.